Bleibt die Sozialgarantie unter Ihnen bestehen? Wir haben alles dafür getan, dass wir die Beitragssätze stabilisieren können. Und deshalb sind in den Haushalten für dieses und das nächste Jahr erhebliche Beträge dafür vorgesehen. Das ist auch, glaube ich, genau jetzt in dieser Krise wichtig. Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der Parteien müssen nun auf den letzten Metern noch einmal von sich überzeugen. Auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz wirbt in diesen Tagen noch einmal um Wählerstimmen. Dem Meinungsforschungsinstitut Forsa zufolge steht die SPD Stand 21. September bei 25%. Die CDU kommt demnach auf 22, die Grünen auf 17%. Alle drei Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen haben ihre Ziele für die ersten Monate bereits formuliert. Olaf Scholz machte auf seiner Wahlkampftour immer wieder deutlich, sich vor allem für soziale Themen einsetzen zu wollen. So soll etwa der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden. Im Interview fragte Focus Online Scholz noch einmal nach weiteren sozialen Themen, etwa nach der Grunderwerbsteuer, die beim Kauf eines Grundstücks oder Grundstückanteils für den Käufer anfällt. Die Union hatte hier vorgeschlagen, Freibeträge von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 Euro pro Kind bei erstmaligem Erwerb selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren. Auch Grüne schlugen vor, den Steuersatz der Grunderwerbsteuer zwar für große Wohnungsunternehmen zu erhöhen, jedoch für Selbstnutzende zu senken. Eine Summe blieb hier jedoch aus. Auf die Frage, was hier das Konzept der SPD sei, antwortete Olaf Scholz Focus Online im Interview, er halte die Forderungen seitens der Union für unangebracht. Etwas peinlich ist, dass diese Forderung von Ministerpräsident erhoben wird, die höchsten Grunderwerbsteuersätze in Deutschland haben. Und die SPD? Ich finde deshalb, dass es besser ist, die würden mal bei sich was machen und dazu beitragen, dass sie nicht weiter diejenigen sind, die höchsten Steuersätze erheben. Im Wahlprogramm der SPD steht zum Thema Eigentum, Zitat, um insbesondere jungen Familien den Weg zu den eigenen vier Wänden zu erleichtern, werden wir in angespannten Wohnlagen den Erwerb von Genossenschaftsanteilen erleichtern. Wir werden Mietkaufmodelle fördern und ein Programm Jung kauft alt für den Erwerb von Bestandsimmobilien insbesondere in vom Leerstand betroffenen Ortskernen auflegen. Weiter fragte Focus Online den SPD-Politiker, ob die Sozialgarantie, auf die sich die Große Koalition im Juni 2020 geeinigt hatte, unter der SPD bestehen bleibe. Das bedeutet, dass die Gesamtheit der Sozialversicherungsbeiträge von Bürgerinnen und Bürgern die Marke von 40% nicht übersteigen. Wir haben alles dafür getan, dass wir die Beitragssätze stabilisieren können und deshalb sind in den Haushalten für dieses und das nächste Jahr erhebliche Beträge dafür vorgesehen. Das ist auch, glaube ich, genau jetzt in dieser Krise wichtig. Das heißt, sie bleibt bestehen. Wir werden weiter dafür Sorge tragen, dass wir stabile Beiträge zur Sozialversicherung möglich machen können und deshalb ist so viel Geld im Haushalt dafür bereitgestellt. Also weder eine Zu- noch eine Absage. Im Wahlprogramm ist zu diesem Punkt nichts zu finden. Eine wirkliche Antwort auf die Frage blieb Olaf Scholz auch im Gespräch schuldig. Laut dem Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin würden sich bei einer Direktwahl derzeit 41% der Deutschen für den SPD-Kanzlerkandidaten entscheiden. Nur 16% wollen Unionskandidaten Armin Laschet.